Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es ist eine Empfehlung von unserem Großşeyh Mevlana Şeyh Mehmet Adil, weil wir werden immer wieder und immer wieder gefragt und auch so viele Anrufe bekommen wir von Menschen, die von dieser Corona-Krankheit gefasst wurden, was sie da machen müssen oder wie man sich beschützen sollte vor Corona. Es gibt da ohne Zweifel Duas, Gebete von Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aber neben Gebete und Sadaka ist ganz wichtig, tägliche Sadaka, vielleicht ganz besonders speziell auch gegen diese Epidemie, Pandemie-Krankheit, dass man geben sollte, wenn man hat, wenn man nicht hat. Und wenn man arm ist, dann was man geben kann. Und wenn das ein Lächeln ist, rausgehen, egal wie viel Stürme und Traurigkeit in einem ist im Herzen, geht raus und lächelt jemand an, sodass der andere Freude an euch hat. Und das ist auch Spende, sagte Seyyidina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Mit dieser Absicht geht raus. Ja Allah, beschütze mich vor allen Übel und alles Übel und Krankheit, auch insbesondere gegen diese Corona. Und mit dieser Absicht gehe ich raus. Ich habe sonst nichts zu geben, aber ein Lächeln habe ich immer drauf. Ich lächle dein Diener an als Spende. Ja Allah, nimm das bitte an. So. Das ist eine Art Schutzspende. Und die Empfehlung unseres Großschehs Mevlana Sheikh Mehmet Efendi ist, dass man täglich Zwiebel isst. Man sollte Zwiebel zu seinem täglichen Nahrungsmittel machen, sodass man vielleicht halbe Zwiebel gegessen hat, vielleicht ein ganzes Zwiebel gegessen hat täglich, weil Zwiebel macht auch Blutverdünnung. Gerade im Winterzeit wird das Blut dick und da sollte man das Blut verdünnen und Zwiebel ist da geeignet. Wer sich beschützen möchte, sollte täglich Zwiebel essen und hat viele andere noch Heilungswirkungen, diese Zwiebel. Also für die Menschen, für alle Menschen als Vorsorge, bitte ess Zwiebeln und vielleicht, wer auch Corona schon bekommen haben sollte, der sollte Zwiebel essen und auch täglich Aspirin nehmen. Und die Empfehlung ist also, vielleicht auch wenn man kein Corona hat, dass man alle zwei oder drei Tage Aspirin nimmt. Wer aber Blutverdünner nimmt, der sollte kein Aspirin dazu nehmen. Aber Zwiebel ist das A und O als Gegenmittel für diese Corona. Das wäre unsere Empfehlung, spenden täglich, auch wenn das ein Lächeln ist. Und Lächeln ist das letzte Argument, letzte Lösung, nur wenn man wirklich keinen Cent in der Tasche haben sollte. Wir können Allah nicht betrügen. Einfach, du hast Geld, du kannst spenden, aber du gehst mit einem Lächeln raus und du machst dich lächerlich. Sollte nicht geschehen. Das ist eine Empfehlung an alle gläubigen Menschen, die uns auch zuhören und uns unseren Weg folgen, unseren Scheich folgen. Das ist die Empfehlung gegen diese Krankheit und möge Allah uns beschützen. Amen. Schutz geben gegen allen Übel und Krankheiten, inshallah, dass wir als Gläubige von Himmel geschützt sind.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.